March Madness, Björn Grob, Vorlaufsieger. Start Platz 1, 25, der Kurs. Rapide Lebel, Eric Raffin. Wishing Stone, Jean-Michel Bazir, Fabrice Loire, der Trainer, Zweiter im Vorlauf zu Rapide Lebel, der in 10-3 gewann, Arch Madness gewann in 10-0, Jean-Michel Bazir gewann hier mit Exploit Kaff, mit L'Amiral Mozin. Das ist der Yara Boko. Tja, für mich war es die größte Überraschung, dass der hier in diesem Finale antritt und das nicht einmal ohne Chancen. 186, Yara Boko, Ulf Olsen. Rakas, Per Lennartsson, der Mann in Form und seit heute erklärter Feind aller Kanadier. Wenn sie Paul McDonald heißen jedenfalls. Mit der Nummer 6, die Becho Grief und Markus Morgon. Der Lotteriasieger im Vorlauf, arg unterschätzt, wird der Dritter und auch in diesem Finale hier ist er unterschätzt als längster Außenseiter. Der kann eine Menge Speed. Die hier natürlich auch, Lisa America. Wieder ein schlechter Startplatz, logisch. Das zieht sich dann durch, wenn man im Vorlauf einen schlechten Startplatz hat, dann einen schlechten Rennverlauf und sich nicht weiter als zum vierten Platz bis gerade ins Finale retten kann. Und das gilt in gewissem Sinne ja auch für Brioni, der im Vorlauf eigentlich seinen guten Startplatz hatte, einen vielleicht zu guten offensiver Vortrag und nach einer Eröffnung in 6-6 am Ende passen musste. Er ist nun mit der schlechtesten Startnummer ausgestattet hier in diesem Finale. Aber wir drücken erstens sowieso die Daumen und zweitens lassen wir uns einmal überraschen, was dieses Rennen jetzt hier so ergibt, wie es sich entwickelt. Brioni, Joachim Löfgren. Wishing Stone, der hier im Finale ohne Eisen antritt. Yara Boko, Ulf Olsen im Vorlauf, der starke Auftritt zum Schluss ist der Innenlage. Rapide Lebel, der im Vorlauf auf der Überseite antrat und die Konkurrenz einsammelte und dazu gehörte leider auch der hier, Brioni, Joachim Löfgren. Er war im Ziel Fünfter, aber er erreichte das Finale, denn der Vierte, die Farm the World, hatte hier ein Review 100 Meter vor dem Ziel nach allen Regeln der Kunst umgenietet und wurde disqualifiziert, flog raus und völlig zu Recht. Ja, dadurch Brioni rückt er auf. Vierter kommt in dieses Finale. 3 Minuten bis zum Start. Rapide Lebel steht bei 21, Arch Madness 23. Die Favoriten dann für
91 lief der America trotz Startplatz 7. Da hat Torbjörn Janssen im Einlauf nicht alles getan. Als der vierte Platz sicher war und mehr nicht drin war, hat er sich darauf beschränkt, das Ziel zu erreichen. Rakers, der sicherlich hier um das Kommando mitfahren kann, aber sicherlich nicht behaupten wird. Wishing Stone, was macht Basir? Da muss man immer sich Gedanken machen, weil er immer irgendeine Idee noch hat. Jean-Michel Basir, Ex-Breed Cuff, L'Amiral Mozan, seine beiden Elite-Soppet-Sieger. Der Außenseite ist und bleibt zwei Minuten vor dem Start. Der Italiener, der in Neapel auch zwei Starts an einem Tag absolviert hat und dort dann zum Erfolg kam, nachdem er im Vorlauf nur in Anführungsstrichen Zweiter war, im Finale gewann er. Die Badger Grief, Markus Morgon fährt hat tödlichen Speed. Die drei. Es wird allerhöchste Zeit für Ihre Wette. Elite Loppet 2011. Eine Minute bis zum Start. Eine Minute bis zum Start. Das ist der Italiener. Das war es. Morgon. Letzte Minute läuft er runter. Die acht Finalisten Elite Loppet 2011, Startwagen setzt sich in Bewegung und von innen nach außen. Arch Madness, Rapid Lebel, Wishing Stone, Yara Boko, Rakas, Libeccio Grief, Disa America und Brioni, die acht Finalisten Elite Loppet 2011, fährt er am Auto und da schießen sie quasi dagegen, die beiden Franzosen. Schöne Perspektive. Fährt er noch. Beschleunigt und Rapid Lebel hat Probleme, sein Geläuf zu finden und er liegt noch nicht und das Kommando geht hier an Rakas, wie vorher gesagt. Rakas hat das Kommando dahinter, Arch Madness, der hat allerdings auch so gewisse kleine Probleme, kommt allerdings jetzt auf Touren, aber der hat da außen eine Begleitung und die heißt Wishing Stone und Jean-Michel Basir hatte diese Idee, dass er mal um das Kommando fährt, wenn er da eine Chance haben will und er kriegt es. Wishing Stone geht nach vorne, ausgangs des ersten Bogens und jetzt ist Arch Madness erst einmal außen hängen geblieben und er wird weiterfahren, ne, auf der ist außer Arch Madness auf dem Vormarsch und der darf jetzt auch vorbei. Arch Madness vorbei an Wishing Stone, dahinter Rakas und dann ist Brioni in vierter Position an der Innenkante mit außen Yara Boko und dahinter Rapid Lebel hinter dem Italiener und der geht jetzt in die dritte Spur. Arch Madness hat es übernommen. Die Pferde sind auf der letzten Runde, 1000 Meter noch. Yara Boko geht außen und Rapid Lebel, der ist dann doch nochmal da innen gegangen, zumindest in die zweite Spur hinter Libeccio Grief. Es geht durch den vorletzten Bogen. Arch Madness ist vorne, Arch Madness, dahinter Wishing Stone, außen kommt Yara Boko und dahinter nun die Attacke von Rapid Lebel. Rapid Lebel auf der Überseite fährt er los, an der Innenkante Rakas dabei, dann Libeccio Grief, Lisa America und Brioni, aber vorne ist Arch Madness. Arch Madness, Wishing Stone, innen versucht dran zu bleiben, wird bereits ermahnt, Yara Boko und außen kommt Rapid Lebel, aber der muss durch die dritte in den letzten Bogen und jetzt verschärft Arch Madness vorne noch einmal die höllische Fahrt. Arch Madness ist vorne, Yara Boko bleibt dran, Arch Madness, Yara Boko, gibt das eine Sensation, außen Rapid Lebel, an der Innenkante Wishing Stone und dahinter lauert auch Markus Morgon, es geht um die letzte Ecke, Arch Madness ist vorne, aber der wird nicht gewinnen, der ist gestellt, Yara Boko und außen kommt Rapid Lebel, Yara Boko, Rapid Lebel kommt, Yara Boko, Rapid Lebel und außen versucht es auch noch einmal, ist denn das die Möglichkeit, das ist Brioni, das ist ja, das könnte es gewesen sein, ja war es das, ja wollen wir es hoffen. Und er ist der Meinung, dass es
geklappt haben könnte. Das wäre, ja, was wäre das? Also das wäre unglaublich. Rapid Le Bel oder Brioni? Arch Madness geschlagen. Jaraboko müde. Rapid Le Bel. Und dann kommt da außen, wie aus dem Nichts, Brioni. Und des Pferdes ist, der erste Mann, bei dem Mann, der da im Wagen sitzt und der ein kleines Interview gibt, Joachim Löwgren, der Trainer und Fahrer nach dem Olympiatravet, nun der Sieg im Elite-Loppet. Und ich fange mal so ein bisschen an wie Bob, weil ich den ganzen Tag schon höre und rede auch so ein bisschen dummes Zeug. Ich habe vor dem Rennen darüber geredet, dass vielleicht sogar dieser Startplatz gar nicht einmal so schlecht sein muss, wie man denkt, wenn sich das Rennen so entwickelt. Und Löwgren hat das ja, wir sehen das ja gleich nochmal, ganz toll gemacht, dass er gleich innen eine Lage bekam. Und natürlich mit dem Glück des Tüchtigen. Und dann tut sich die Lücke auf und dann ist der Speed da und dann gewinnt man so ein Rennen mit dem Glück des Tüchtigen, denn Rapid Le Bel war natürlich hier das Pferd, das die Show machte, aber der Sieg, der ging an Brioni. Die Show hat er im Vorlauf gemacht mit der schnellen Eröffnung und da war er dann in Anführungsstrichen nur Vierter und kommt mit dem Glück des Tüchtigen in dieses Finale und das haut er weg. Gibt's denn das? Was für eine Story. Das Finale verpasst und das Finale gewonnen.
Tja, was für ein Pferd, was für ein Triumph und was für eine Ruhe, wie er da steht und sich das alles mal so anguckt. Wer da alles ein Foto von ihm haben möchte. Und sie möchte.